Nu te bouwen. Hallo miteinander. Hoi, technisch. Wir haben technisch gehabt. Wir haben wieder technisch gehabt. Jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Ich hoffe es. Heute ist der Julian bei mir im Ohr rein. Wir machen heute Carbonara. Da gibt ganz viel Fallstrick und Sachen, die man kann richtig oder falsch machen. Wir fangen schon mal da an. Und zwar, die meisten machen in der Schweiz Carbonara mit Speck, mit geräuchertem Speck. Aber ich finde das viel zu intens. Und darum bin ich mir da ein schönes Stück Ding holen. Wie sagt man da? Nicht Guanciale hat es eben nicht gehabt, sondern da den Speck, da den Rollspeck. Da. Jetzt habe ich doch einfach jemanden in der Regie, wo man es nicht mal sagen kann. Pancetta, Pancetta, Pancetta. Was macht denn das für Sinn, wenn ich jemanden im Ohr habe? Für da. Wir machen natürlich Spaghetti. Da hinten. Und dann tue ich hier meine Gussis ein bisschen vorheizen. Schön auf ein 6, 7, 6 da. Dann tun wir den Pancetta hier ein bisschen kross machen. Und jawohl. Dups ist schon wieder dabei. Ich weiss, hat mir noch irgendein SMS geschickt. Natürlich irgendwie am 2 vor. Mensch, ich könne da. So. Den haben wir da gesehen, das ist so wirklich so gerollter Speck. Und wieso nehmen wir den und nicht den anderen? Weil der ist eben nicht geräuchert, sondern nur so aufgerollt und irgendwie so leicht schön in Wurstform rein, leicht anfermentiert. Das ist eben schon richtig geil. Da. Machen wir da so ein bisschen ein Stück. Wie? Pancetta. Nein, das ist Pancetta. Speck ist mir zu rauchig. Räucherspeck ist mir zu rauchig. Finde ich irgendwie nicht so, finde ich nicht so der Hit. Aber eigentlich müsste ich Guanciale nehmen. Ja, das wirst du dann. Wir werden es und wir werden nachher. Ja, wir werden nachher die Carbonara da so machen, wie sie legit ist. Aber, wichtig natürlich die Eier, ja, da sind wir alle gespannt. Bei den Eiern gibt es auch immer so, das ist auch immer ein kleines Dilemma. Tut man teilweise nur noch ein Eigel dazu, nimmt man ganze Eier, wie viele ganze Eier und so. Also das ist, natürlich ist schon, also eigentlich ist es am Gänzen nur mit Eigel, aber ich werde zwei Eier, wahrscheinlich zwei Eier brauchen und eins. Zwei ganze Eier und ein Eigel, damit wir noch ein bisschen Schmackes haben. So. Für den Käse brauchen wir müssen wir eigentlich Pecorino Romano sich ziehen, aber ich bin tatsächlich nicht dazu gekommen, noch irgendwie in ein gescheites Geschäft zu gehen. Darum, und ich habe einfach noch einen sehr voll Parmesan von letzter Woche. Darum nehme ich jetzt Parmesan. Ist Käse vergehen, ist auch ein bisschen intensiv, aber kann man machen. Aber weil es ein Römergericht ist, eigentlich ist Parmesan. Ja. Ja, das ist so, der Julian sagt das korrekt. Das ist ein Gericht, das nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Durch die Besatzungsmacht, oder? Das ist so geht's. So gehen Gerüchte. Und. Ist Cappuccino auch so etwas, das durch Besatzungsmacht entstanden ist? Gut, mach das schnell. So. Ich denke es. Ja. Das sind österreichische Soldaten, sind bei den... Mann, das ist der Cappuccino! Ein Schlagopas. Nein, das ist ein Ding. So. Dann tun wir hier unseren Cheese. Und es muss einfach auch, was natürlich bei dieser Sauce schon ist, es muss ein obszön. Es muss obszön viel Käse sein. Nicht einfach nur so ein bisschen. Das ist ja wirklich eine Käsesauce und nicht eine Fleischsauce. Genau. Käse, Eier. Speck ist einfach noch ein bisschen. Was? Ah, du hast Barilla vertagt im... Ja, nein, ich habe natürlich den Chet... Ja, Barilla... Ja,
Ich habe gedacht, heute gönne ich mir mal etwas. Übrigens, gestern bin ich das erste Mal im Spunten gegessen. Ich habe mich nicht mehr gespürt. Gestern habe ich gegessen, zuerst ein Blättchen zur Vorspeise, also als Appetizer. Dann nach einem Kalbsmilch auf einem Selleriestampf. Und dann nach einem Cordon Bleu mit Pommes frites. Und dann zum Dessert noch einen schönen Crumble mit Sauerrahmglasse und zwei Schnäpschen. 160 Stutz bin ich los geworden, aber es ist so. Hat gut da. Guten Tag, Pedeyaki. Ja, eben, ja, der Fabio Golone, Fabio sagt es wirklich richtig. Also schuckgeriebener Käse finde ich eigentlich auch das Vergehen, ja. Seit ich da vor allem die Microplane. Also, jetzt bei dem da, vor allem bei Parmesan. Ich finde so Käsekuchenmischungen und so, ja. Das ist legit Industriezeug. Das muss auch noch so ein bisschen nach Industrie schmecken und so. Sonst fetzt es nicht. Aber das Zeug da. So. Ja, ich. Nein, die ist perfekt. Das ist kein Zitronenraffel. Es ist super für Zitronen auch und für Knoblauch und Ingwer und so zum Raffeln. Aber sehr gut auch für den Käse, weil es gibt so. Schau mal, wie fluffig leicht die Dinge da sind. Mhm. Nein, jetzt kommt der Pancetta da. Pancetta ist einfach schon etwas, was man sagen muss. Das ist etwas vom. Ja, das ist schon, also ich finde den Räucherspeck natürlich schon auch geil und so. Versteht mich nicht falsch. Aber. Pancetta ist einfach. Ja. Krass Verbrechen oder so. Gut, anstatt Pecorino. Grana Padano. Ja, der Grana Padano ist einfach so ein die schlechte Form vom Parmesan, sagt man. Aber das ist einfach die nicht dürfen den Namen brauchen, weil es nicht im Gebiet ist oder so. Ja. Ich weiß ja. Ja, da war ich sehr im Griff. Was ist ja nicht der im Griff? Den Speck kann ich einfach ohne Fett anbraten. Also Pancetta hat so genug viel Fett. Ich finde irgendwie. Ja, da muss man jetzt nicht noch Olivenöl nehmen, finde ich. Aber kann man machen. Kann man machen, wenn man das will. Aber sonst wird es dann zu fettig. Ja. Jetzt weiss ich gar nicht. Ja, mal das langt mir. Das ist etwa die Idee. Also ich hätte da schon etwa 60, 70 Gramm Parmesan verhobelt. No pun intended. Ich koche das da für eine Person da im Moment. Also ja, vielleicht mache ich noch ein bisschen mehr, damit es zum Nacht noch ein bisschen gibt. Aber nein. So, und da können wir jetzt langsam mal drinnen noch. Das ist jetzt langsam nicht mehr geil. Ja, die Rinde. Ja, korrekt, ja. Ja, die Rinde kann man dann noch zum Beispiel, wenn man ein Süppeli macht oder so, das ist natürlich auch noch gut. Eine Minestrone. Kannst du dann nachher an die Rinde noch mitkochen. Und dann gibt es einen schönen Guss. So. Schau mal da, wenn der Balliso macht, dann natürlich der macht er. Ich kann lieber so fette Stückchen als irgendwie da die Schinkenwürfel und so. Auch das ist etwas, was ich im Fall nicht mehr kaufe. Ich kaufe keine Speckwürfel mehr, wenn ich Speckwürfel brauche. Das muss alles schön meine Größe haben, weil die Speckwürfel hier, die du kaufen kannst, abpackt im Migros, das ist genau gleich wie der Käse. Nein, einfach nicht. Aber nicht mit mir. Ja, genau. Du, aber so nicht. Hä? Gut, den können wir wieder rein tun. Nein, jetzt habe ich ja von meinem Kollegen, Bierli bekommen aus Baden. Da, schau, Müllerbräu, oder? Hätten wir netterweise, weil er eine Challenge verloren hat, hätten wir müssen vor die Türe tun. Jetzt ist er aber dummerweise Parteipräsident von der FDP Baden. Und da hat man auf jedes von diesen Bierchen einen FDP-Kleber hilft. Der bittere Geschmack vom Neoliberalismus steht da bei mir im Kühlschrank rein, du! Naja. Nein, ich will sie trotzdem trinken. Danke, Tobi. Ich hoffe, die Partei, ich nehme an, die Partei hat tatsächlich auch dafür gezahlt.
So sind sie dann wieder. Ja. Aber wir sind ja eine apolitische Sendung. Das wollte ich jetzt eben schnell hier am Rand sagen. Jetzt kommt... Ja, ja, grenzrassistisch, frauenfindlich. Aber sonst... Aber apolitisch eigentlich generell. So. Die Spaghetti kommen nachher rein. Ich weiß, ich mache mir natürlich nicht all. Das wäre ja viel zu viel. Ich nehme da nur gerade so ein für mich. Oh, hey, ich bin heute mit dem falschen Bein aufgestanden. Kennt ihr das? Zum Glück muss ich keine Mayonnaise machen, sondern etwas, was ich legit eigentlich sollte können. Nein, ich... Ja, es ist einfach noch... Weißt du, nachher irgendwie, wenn du wieder mal im Spunten bist gegessen und zu viel gegessen hast und so... Boah! Vier Flaschen Rosé noch und so. Also nicht allein, aber das vierte. Dann... Nein, geht nicht mehr. Es geht nicht mehr so einfach rein wie auch schon. Ja, hallo, Alex. So. Ja. Ja, gut. Ja, es ist schon die Frage, wie dass man da noch ein bisschen mehr Girls kann in meine Fanbase hineinholen. Das ist schon so, ja, das stimmt. Aber das ist natürlich klar, wenn man mich nicht auf die Kamera sieht, dann gibt es natürlich auch. Ist das Eye-Candy nicht rum? Ja. Komm, jetzt machen wir das einfach so. Schau jetzt. Auf dem Ding aufgeschlagen. Aber, ja. Fuck, oh mio. So. Aha. Du bist natürlich verzögert, ja. Nehmen wir zwei ganze. Und dann noch eins. Ja, das ist jetzt halt... Braucht es? Ja, es ist wieder ein Puff, Alter! Nein, ehrlich, du! So. Im dritten Ei habe ich einfach das Eiweiß. Das spüle ich jetzt ab. Das ist Food Waste, ich weiß. Ich weiß nicht für was. Das ist... Sorry, schaut weg. Es ist Food Waste, ich weiß. So, schau mal den Speck an. Jetzt können wir den nachher schön rausnehmen und da in einem... Ja, ich weiß. Dann behalte ich das Eiweiß auf und dann weiß ich nie für was das ich brauche. Machen wir da noch schnell. Weißt du was? Jetzt habe ich hier einen Trick gesehen. Irgendwo. Ganz guter Trick. Wo ist jetzt. Ah, da oben. Ja, sorry. Das Spang, Merang! So. Das ist jetzt. Man könnte jetzt sagen, ja, dass all das schöne Fett ist verloren, aber ich will das wirklich eigentlich nicht an dieser Sauce. Ich finde, es gibt Soßen, da ist das Fett sehr gut aufgehoben und so, aber jetzt bei dieser, in dem Fall, finde ich nicht. Das vermischt sich nicht schön mit Eier und Käse und so, das ist nicht so easy. Das, die lassen wir jetzt da einfach so wie ein bisschen auskalten, die sollten nicht allzu hart. Oh, super. Ganz gut. Julian ist eben jetzt auch auf seinem Veganer-Trip, aber er schießt jedes Mal an. So. Jetzt. Ein Schwingbesser. Ein Schwingbesser da nehmen. Vermehrung, sagt der Rudi. Ja, das stimmt, zum Meereng machen. Aber ein Eiweiß ist wirklich zu wenig für Meereng. Ich kann, ja, müsste ich eigentlich machen, ja. Und dann schön mit ein bisschen Creme double, weißt du? Das ist schon geil, ja. Der Veganer-Schreck. Der Veganer-Schreck von einem Dessert. Ja, das... Die Fondue-Stücke war mal gewesen, Junge. Ja.
Ja, nach einem Foto noch ein Meerjäger mit Doppelcreme. Und dann noch ein Schuss. Nein, das geht wirklich nicht. Ja. Julian hat. Ah, das war die. Gewesen, die Halbflasche Kirsch vom Boschi weggesoffen, von einem Schweizer Musikkünstler. Ich habe das jetzt, ich habe den Namen jetzt nicht gesagt. Schweizer Musikkünstler und Lebemann, der aber noch lebt. Nicht der Polo Hofer. Habe ich euch mal die Geschichte erzählt von Polo Hofer? Polo Hofer hat ja mal gesagt, er saufe nicht mehr im Blick. Keinen Schluck mehr, hat der Arzt gesagt. Und ist 3 Tage später in so einem Festival gewesen, das wir organisiert haben. Und nachher hat der Polo Hofer also tatsächlich auf seiner Liste, was er alles weg ist, im Backstage, ist einfach gestanden, alkoholfreies Bier, bla bla bla. Und ein Gageur Weisswein, oder? Und dann war er schon früher da. Er hatte den Auftritt irgendwie so um 10 Uhr gehabt. Und, ja, so um 5, 6 Uhr war er sicher schon da. Kommt aus dem Backstage natürlich mit einem Gläschen Weisswein, oder? Ich sagte, du Polo, aber jetzt hast du gesagt, du saufst nicht mehr. Ja, das ist nur Sirup. Ja, da hat er aber schön noch mal etwa 10 Jahre gelebt, der Polo. Zählig. Ganz gut. Naja. Ja, der hängt da noch unten. Ja, das ist auch so. Ja, das ist auch so. Ja. Ja, der hat da schon, der hat gesoffen wie ein Loch. Kifft und gesoffen wie ein Loch. Hat er gesagt, 4 Rosen für meine Karte, ist egal. Ah, shit, jetzt komme ich raus, ja. Jetzt habe ich das Jacket for Roses Whisky. So. Der obszöne. Jetzt tue ich hier die Eier mit dem Käse verbinden. So. Und jetzt sind die hier schön so ein bisschen log auf logisch. So. Pfeffer. Pfeffer habe ich schon gut rein da, ja, pfeffert habe ich das Ganze schon. Natürlich gut pfeffert, jetzt kocht das Wasser da hinten. Das sind ja die Pasta, wo man eigentlich muss wirklich schauen muss, dass das Wasser kocht. Die sind jetzt vom Dececcio oder so. Meine italienische Kenntnis beschränkt sich auf sie, Grazie, Mille und die Keko. Ah, jetzt tun wir da noch. Das ist fast ein bisschen homöopathische Dosis Spaghetti, und jetzt hier rein da. Da können wir schon noch mal ein bisschen mehr. So. Und jetzt fragt ihr euch dann. So, dann können wir das hier alles verräumen. Weil es kommt sicher kein Rahm in eine Carbonara. Da hat noch niemand jemanden Rahm rein da. Dann sicher auch keine Zwiebeln. Beim Knoblauch kann man sich dick, könnte man sich streiten. Kann man einen Zecher andrücken und damit zusammen mit dem Pancetta noch so schön ein bisschen. Aber ja nicht, einfach reinschnetzeln. Gut, die muss ich ja gar nicht töten. Hätte man können mit dem Brötchen mit dem Pancetta, aber ich habe jetzt einfach keinen null Bock auf Knoblauch mehr heute. Es gibt Knoblauchtage und nicht Knoblauchtage. Das war jetzt reine Provokation, dass ich den Rahmen da angestellt habe, dass die Leute sich fragen, was ist denn das für ein Wahnsinniger, oder? Ja, siehst du, Julian habe ich schon gefaked. Und der Pancetta ist jetzt auch abgekühlt, den können wir schon hier rein tun. Das da noch ein bisschen. Siehst du jetzt den? Oh ja. Das ist halt alles, was, das ist auch ein absoluter Veganer-Schreck. Das einzige Vegane da drin ist auf der Pfeffer, oder? Und Spaghetti. Ja. Schau, was wir jetzt noch machen, das ist auch noch so ein bisschen von dem. An welchem Punkt? Wann hat man eigentlich angefangen, Pasta-Wasser auf die Seite zu tun? Ich habe das Gefühl, das ist so ein Ding, das macht man isst seit 15 Jahren. Ja. Ja, das, ich weiss schon, dass das Stärke drin hat und darum tut man das auf die Seite. Das weiss ich schon, wieso dass man das macht. Aber ich habe das Gefühl, das macht man erst seit etwa. Ja, sind irgendwie
15 Jahren oder so. Nein, ich koche seit ich ausgezogen bin. Das wird vor etwa 20 Jahren sein oder so. Ja, nein, ja, stimmt. Ja, bald, ja. Ja, 15 Jahre. Ah, wahrscheinlich kann ich... Ja, ja, wahrscheinlich hat es einfach meine Mutter nie gemacht. Und dann habe ich das auf dem Internet gesehen. Das macht man dann fast wie immer. Ich meine, hat jemand in den 90ern... Haben die in den 90ern schon Pastawasser auf die Seite da? Schreibt mir einen Kommentar hinten unten auf YouTube. So. Ein hässlicher Lumpe da, weg da. So. Ja, richtig gut. Achtung, so, ja, jetzt die Carbonara. Carbonara. Carbonagi. Das ist dann so auf Brasilianisch. Carbonagi. Ist o mais bom pastel do mundo. was warm und bestellst du morgen? Ich kann doch einfach... Ah, jetzt sind wir wieder ganz rassistisch. Das ist schon wieder passiert. Wir haben keine 20 Minuten verbracht. Ja, ja. 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 Das Brasilianische, ja, das stimmt, das Portugiesische, Brasilianische ist wirklich so ein bisschen, ja. Also wärst du einfach die ganze Zeit besoffen. Kannst einfach Portugiesisch, ich finde eben das normale Portugiesisch, es ist sehr rough, aber eigentlich viel schöner. Ja. Viel schöner, ja. Hat es jetzt da noch ein Flügel drin? Das ist jetzt aber ein Witz, gell? Ja, gut. Ja, ich glaube, aber macht nichts. Es ist ja nur für mich. Ja. Und in der Not ist der Teufel fliegen. Vielleicht haben wir jetzt die Not. Ja, Brot ist nicht hart. Kein Brot ist hart. Das ist der klassische... der klassische... Ja. Ja, eben, nein, es ist sehr philosophisch. Stell doch jetzt die Pasta ein bisschen runter, die überkocht. Wo sind die Kommentare? Ja, ja, ich bin ja jetzt eigentlich den Tag durch wieder Strohwitwer und so, gell? Also von dem her, es geht noch schön. Bist du noch da, Julian? Ja, ja, bist du noch da, bist du noch da, bist du noch da. Okay, gut, 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 so. Ja, sehr gut. Au! Jetzt haben wir Pastawasser verbrennt. Schau, jetzt tue ich da, aber jetzt mache ich etwas Spezielles. Jetzt tue ich das Pastawasser da rein, um den mal noch so ein bisschen, sage ich mal, aufheizen, da den Teller, muss ich nachher auch wie Pasta drin servieren. Wie gut ist denn das? Was für ein guter Trick ist denn das? Und nachher, wenn wir die heiße Pasta da rein tun, müssen wir wirklich sehr, sehr schnell da rumrühren, weil sonst gibt es einfach dann noch eine Rührei unten rein und das wollen wir nicht, oder? Das ist eigentlich das, was ich... Nein, es sollte nicht stocken, aber das letzte Mal ist mir sie leicht angestockt, aber, ja, ja. Der... Die Eierschachtel weg, oder was? Ja, der Martin Jung fragt immer, dass ich aufräume da, aber ich bin jetzt einfach auch mal faul. Er fragt immer, dass ich aufräume da. Schau, ich euch jetzt mal etwas noch mal zeigen. Das ist das Geilste, was ich je gekauft habe. Das ist meine Errungenschaft aus Corona-Zeit. Das kann man bei uns bestellen. JetCut. Schau mal das an, wie geil das ist. Und Gastro, das habe ich mir bestellt, das finde ich absolut geil. Jetzt muss ich nur noch den gleich haben mit Alu. Und dann ist die Schublade nämlich aber so etwas von on steroids. Im Gastro. Ja. Ich mache sogar noch ein Video-Review von dem. Es wird ein bisschen amokig, aber... Aha. Meister, ja, könntest du ein Backpapier noch machen. Ich fände es geil, wenn da
das Alufolie Backpapier. Drei nebeneinander. Wenn das perfekt reinpasst, das wäre mega geil. Könnte reinkommen, aber ich muss schauen, dass die gleich Grösse haben. Es ist ein hoher Zufall, dass das da reinpasst. Weil wenn das nicht passt hätte, dann wäre ich gefickt gewesen. Wenn dann hätte ich es irgendwo müssen, dann ist es schon nicht mehr so geil. Und das ist es. Ja. Dann musst du es irgendwo... Ja. Ach, der Freude. Mmh. Mmh, geil. Sind noch lange nicht durch. Ja, ich muss sagen, irgendwie 10 Minuten, aber ich habe das Gefühl, ich habe jetzt die schon. Ja, gut, das ist gut. Hey, habe ich nicht ein bisschen wenig Pasta? Nein, nein, ist gleich. Ich mache jetzt das einfach mal. Ich tue noch ein bisschen dazu, weißt du? Dann hast du immer so eine Überraschung. Oh Gott. Ja, ja. Hey, jetzt wollte ich wollen, eigentlich ich wollen, einen Gruß auch auf Belgrad. Ich wollte heute Serbisch kochen, aber ich habe kein Maismehl gefunden. Wo findet man das echt? Wissen die das? Weißt du das, Julian? Das gibt es eh im Reformhaus, gell? Ja, ja. Also, kein gefunden heisst, ich war zu lazy, um ins Reformhaus zu laufen, wo also wirklich literally 7 Minuten von da ist zu Fuss. Aber das hat mich heute irgendwie... Haben mich angeschissen. Ich mach's dann am Montag. Ja. Ja. Ja, ich bin auch auf dem 300-Schritt-Durchschnitt. Gestern bin ich wirklich wieder mal raus und also gedacht, hey shit, kann ich mir richtig können laufen? Weißt du, ich meine, ich weiss nicht mehr, wie laufen geht. Ich kann nicht mehr richtig stehen und so, weil du sitzt nur am Schreibtisch und dann nachher gehst du aufs Sofa, gehst Fernsehen gaffen und dann gehst du ins Nest, vielleicht noch, wenn es hoch kommt, vielleicht mal noch eine Seite von einem Buch lesen und dann am nächsten Tag das Gleiche. Ja? Ja. Nice. Nein, das sage ich nicht. Oh. Oh. Oh, da kommen wir gut. Oh, da kommen wir drassig. Naja. Au dänsch. Au dänsch. Ja, wenn man das hat. Das sieht jetzt eben noch, wenn man das aber nachher mit dem Pastawasser und der Pasta da vermischt, dann wird das ein richtig schönes. Ja, ja, das haben wir. Was hast du auch probiert? Naja. Mmh, geil. Lieber genug Pfeffer da rein. Muss es sein, muss sein. Das muss sein. Go Banausch. Pepe, ja, ja, Pepe. Wir könnten jetzt den noch ein bisschen anrüsten, das hätte ich auch noch machen können. Das ist natürlich auch ein Trick. Den habe ich in Spaghetti Gaccio e Pepe. Habe ich den... Oh, ich darf ja auch nicht vergessen, dass da noch das Wasser drin... Ich tue es jetzt wieder umleeren. So. Ja, du kannst den schon crackten Pfeffer noch ganz leicht in einem Pfennchen so ein bisschen, weißt, dass er so ein bisschen Geschmack bekommt. Ohne nichts, ohne Fett, ohne gar nichts. Einfach, dass er ein bisschen Geschmack bekommt. Und dann ein bisschen Wasser dazu und dann einfach auch ein Sieg von Parmesan. Hast du auch schon eine tipptoppe Sauce. Tipptopp. Kennen Sie noch den Tipptopf? Das Kochbuch hier, den Tipptopf. Ja, ja, da ist er. Ah. Und den nehme ich. Das kulinarische Erbe der Alten, ich kenne das kulinarische Erbe der Schweiz. Aber. Ganz gut, das müsste. Ja. Ist das ein Buch mit Fotos an denen und so? Ah, schön. Schön. Müsste ich eben auch mal noch kaufen. Ja, ja. Ja. Ich habe so ein Käsebuch mal gekauft, vor vielen Jahren. Das war aber ganz schön gewesen, du. Das wunderschöne Fötterli. Ja, ja, auch Käse oder auf ein Weingut arbeiten, ist wirklich so etwas, was man ab 40 macht, vor allem, wenn man irgendwie ein Werber ist. Und genug hat von der Agentur. Danach... Ja, du läufst ein bisschen heimgenommen. Du, aber weißt du, ich habe jetzt noch 2 Jahre und dann mache ich auch irgendwie
Dann tue ich mir entweder irgendeinen Finca auf Mallorca zu. Das wären aber immer so die Deutschen, die das machen. Der Schweizer geht dann eher in Toskana oder in Cinque Terre. Und kauft sich dort. Oder Cinque Terre und kauft sich dort irgendwie so ein Gut. Und so hat jedes. Der Olivenöl in Ligurien. Ein Olivenhain in Ligurien. Ja, sicher. Er hat natürlich mein ehemaliger Optiker, hat sein Optikergeschäft dann irgendwie verkauft und macht jetzt Olivenöl in der Toskana. Und dann, weil er zu lazy ist, zu knauserig, dann tut er das als Event verkaufen, dass man dort Oliven pflücken kann. Dann bist du einfach Sklavenarbeit. Zahlst Geld, um dort Dinge in Oliven zu pflücken, oder? Also, nein. Naja. Das ist wirklich so. Ich wäre ja fast, ich bin mir auch am Überlegen, ob ich im Herbst auf Japan Oliven pflücken soll. Bin ich wirklich dran am Überlegen, ob ich das machen soll. Zu meinem alten Chef, dem Okisan, auf der Olivenhain. Er hat gesagt, yes, please come, please. Ja, der war mein Chef in Japan. Ich habe eine Woche bei dem auf dem Olivenhain gearbeitet. Und dann nachher sage ich, das ist natürlich der Master. Master Oki. Er hat mir sehr. Aber er war cool. Was? Ja, die Spaghetti aus die bleiben da noch, ich brauche einen neuen Topf, ich weiss, Mann. So, und jetzt tun wir das einfach da rein und furiously rühren. Dass das nicht stockt, oder? Dass das so schön cremig wird. Oh ja, schau jetzt mal das an. Ja, sicher mit der Gabel, mit was würdest du das sonst da? Ja, was für eine Holzkelle. Du bist auch ein Holzkelle. Schau mal das an. Schau jetzt mal das an. Schau jetzt mal die Carbonara an. Schau jetzt mal die Carbonara an. Da. Nein, das ist jetzt. Sorry, dass ich da so im Zeug umschreie, aber das finde ich jetzt ein. Das finde ich jetzt ein Grau. Wir haben viel darüber geredet, dass es so muss sein, dass ich da umschreie. Nein, das ist tipptopp. Schau mal, das hat jetzt da schöne Soße gegeben, schön cremige Soße, du. Crema. Im Crema-Bereich bin ich natürlich schon auch ein ganz grosser Spezialist. Einfach vom Trinken. Solid, sagt der Kerim. Danke für mal. Ja, sag jetzt. Ja, das ist es. Ganz schöne Carbo. Ja, nicht mein Sohn Platz, das ist das andere am Anfang. Ja. Kann man schicken? Weiß es auch nicht. Wir könnten jetzt da noch ein bisschen mehr Ding drüber tun, Parmesan, aber ich finde, es hat eh schon genug drin. Ah, Italian approved und ich soll zuerst Spaghetti zum Pancetta, das haben wir noch überlegt, und dann noch eine Vitalmischung rein. Danke Fabio für den Tipp. Hätte aber auch früher kommen können. Ich wünsche euch allen einen guten, das sind Spaghetti Carbonara, ganz ohne Rahmen oder irgend so ein Scheiß. Einen guten miteinander.